Ein Wolf im Dörfli? Das ist ungewöhnlich. Wenn es bei uns überhaupt noch einige Exemplare gibt, dann nur ganz oben am Edelweißpass. Sie meiden die Menschen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Johann ist mit Hans und dem Lehrer losgezogen, um ihn zu erschießen. Danke für den Tee, aber ich muss zurück. Heidi wartet bestimmt schon auf mich. Oh, glaubst du etwa, der Wolf Nein, könnte sie... Nein, Josef ist ja bei ihr. Viel größere Sorgen macht mir Johann mit seinem Gewehr. Ist ja gut, Josef. Großvater ist bestimmt bald wieder hier. Was gibt es denn da? Du bist aber goldig. Bleib hinter mir, Josef. Wir wollen ihn nicht erschrecken. Lauf doch nicht weg, Häschen. Ich will dir nichts tun. Warte. Du bist ein kleiner Angsthase. Heidi? Josef? Heidi! 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 Kleines Häschen, warte! Komm doch her! Hab keine Angst, ich... Was ist das denn? Ah, ein Versteck? Ich glaube, es hat einfach zu viel Angst vor uns. Warum knurrst du so, Josef? Oh, ein kleines Hündchen. Was machst du denn hier, hm? Oh, erschreck ihn nicht. Oh, was hat er denn? Oh nein, du armes kleines Ding. Es tut weh, oder? Nicht bewegen. Ich helfe dir da raus. Hab keine Angst. Das ist eine Falle, Josef. Komm nicht näher. Ich versuche ihm zu helfen.